Jawolski, und genau so gehört sich das. Aufnahme starten und es bimmelt sofort los. Tag zusammen oder einen wunderschönen guten Morgen. Das Video kommt ja auf den Sonntagmorgen jetzt raus. Und Petri miteinander. Weiter geht's hier in Russian Fishing 4 mit dem kleinen Account. Mittlerweile 20 und das geübte Auge erkennt sofort Alden. Er ist hier am Volcho. Und ja, ich teste und teste und teste, war auch schon an verschiedenen Stellen und habe Kleinzeug ausprobiert. Also Rotaugen zum Beispiel, wie aus einem der letzten Videos mit einem großen Account. Und ja, ich habe immer noch mein billiges Setup und wir gucken mal, was damit noch so geht. Also, ich stehe jetzt hier, ja, seit einer Nacht. Die Nacht war ziemlich fad und es war nicht wirklich viel los. Und vom Setup her hat sich beim Grundangeln hier bei mir noch nichts geändert. Das heißt, ich bin immer noch mit diesem ganz billigen Setup unterwegs. Mit 4,6 Kilo Tragfähigkeit, das kleine 30 Gramm Blei, 10er Haken, hier jetzt mal ein Mistwurm und auf den anderen Routen die Borkenkäferlarve drauf. Vorfächer habe ich jetzt mittlerweile auch noch mit drauf gemacht. Die hatte ich anfangs nicht. Aber ansonsten hat sich nicht viel getan. Ich habe hauptsächlich bei den Skills, gucken wir mal eben rein, Spinfishing natürlich weit nach vorne gebracht. Nebenbei immer noch ein bisschen das Grundangeln. Wobei halt beim Grundangeln bin ich jetzt hier bei den Winkelpickern mit Level 20 angelangt. Da hadere ich noch, ob ich da vielleicht tatsächlich reingehe oder einfach doch noch warte hier bis zu den Karpfenrouten. Ich denke, das hier wird am meisten Sinn machen. Und beim Spinfishing immer noch bei den Wobblern. Das nächste, genau, 45 wird die Kickback-Rig, wird das Kickback-Rig. Baitcast, Multirollen, Dropshot, das ist alles auch noch nicht wirklich interessant. Vecchi Rig, Texas Rig, Carolina Rig, das sind hier dann auch nochmal die interessanten Rigs. Also Skillpunkt technisch tut sich hier demnächst erstmal nicht viel. Da werde ich großartig keine Punkte verteilen. Wenn doch, zeige ich das natürlich auch, wo die Punkte dann wieder reingehen. Ich habe immer noch das Zurücksetzen, da freue ich mich sehr drüber. Das heißt, das kann ich dann irgendwann tatsächlich nochmal nutzen. Und mal gucken, wofür ich dann diesen Account wirklich sinnvoll verwende. Ja, und jetzt bin ich im Moment hier. Habe jetzt in der Nacht gerade ein paar Brassen gezogen. Hatte aber gerade in den Abendstunden Z-Fische. Eine Zope, einen Zobel. Und diese beiden wunderbaren Fische bringen halt richtig gut Kohle. Und die liegen so, ja, bei 200, 300, 400 Gramm. Und damit sind das schon richtige Cash-Machine. Die bringt es halt richtig in der Gewichtsklasse. Und jetzt ist halt meine große Hoffnung, dass das hier mit den kleinen Z-Fischis gut funktioniert. Güster, ja, darf aber größer werden, die Güster. Das wäre nicht so verkehrt. Und ja, ich probiere jetzt halt hier gerade aus. Und teste und teste und teste. Mal so den Vormittag nochmal ein bisschen testen, ein bisschen ausprobieren. Z-Fische mit einer hohen Frequenz sind natürlich immer wünschenswert. Aber auch wenn die Frequenz, ich sag mal, so mittelprächtig ist, lohnt es sich auch immer noch aufgrund des Verkaufspreises der Fische. Ist das schon ganz okay. Ich stehe jetzt hier unten. Das heißt, wenn ihr hier am Anleger, hier startet man ja, wenn man da zum Steg runter geht und an so einem Pfeiler, der sieht, ja, so sieht er aus, da drauf klickt, dann fährt man rüber. Das ist hier quasi dann die Fähre, mit der fährt man dann hier einmal rüber, zack, oder man ist sofort da, wird dahin teleportiert regelrecht. Und hier an diesem Anleger stehe ich jetzt gerade und werfe die Routen aus. Einfach mal testen, ob das hier auch funktioniert. Irgendwo sollen ja zurzeit die Z-Fische auch mehr oder weniger gehen. Hatte ich gestern noch im Livestream gehört.
Ja, und dann probieren wir das doch noch gerne mal aus, ne? Wir hatten gestern natürlich auch noch ein bisschen, ja, oder fast eine Stunde lang die Diskussion, was machen wir denn jetzt hier mit dem Account? Ich bin jetzt hier bei knapp 4000 Silber. Und, tja, wir können ja vielleicht mal in den Shop reingucken, welche Möglichkeiten man hat und wie so die Diskussion war. Ziehen wir den, den ziehen wir aber nochmal raus. Ja, vielleicht nochmal eine Brasse oder so. Oder eine schöne, eine Zerte. Eine Schleie. Och. Eine kleine Schleie. Auf dem Mistwurm. Apropos, also ich werfe jetzt hier, ne? Ihr seht, auch mal wieder ohne Clip raus. Ich mache einfach so bis 45 ungefähr und dann werfe ich aus. Die Clip-Diskussion ist ja auch mal wieder spannend. Nein, ich habe keinen Clip. Nein, ich verwende auch so gut wie nie einen Clip. Macht ja auch nicht überall Sinn. Macht ja auch keinen Sinn, wenn du nicht schwimmen kannst und dann dir den Badehaube aufsetzt, hast du auch nichts gewonnen. Clip immer nur da, wenn man halt genau wichtig an der einen Stelle immer hinwerfen muss. Zum Beispiel nicht ins Schilf rein, sondern so einen halben Meter davor nur. Oder an den Futterspot immer an die gleiche Stelle. Ansonsten, ja, ist es ganz nett. Aber nicht essentiell. Rein mit den Haken und fertig. Ich bin hier über jeden Fisch übrigens dankbar, ne? Wenn ihr jetzt gerade denkt, so, oh geil, Rotauge. Es gab ja schon das Rotaugen-Video. Ich wäre sehr froh, würde ich hier ein Rotauge nach dem anderen ziehen. Dann würde das Silber schon reinrasseln. So. Aber von der Frequenz her bis jetzt ist es ganz okay. Gucken wir mal, was so noch passiert. Ich würde sagen, ich nutze jetzt einfach die Chance, angle jetzt hier noch ein bisschen weiter. Und dann sage ich, dem Zukunftsfeierabend, der soll doch mit euch schon mal in den Shop gucken, was man sich so vielleicht noch leisten könnte, was so die Diskussion und was so die Überlegungen im Livestream gestern noch waren, was man sich kaufen kann oder vielleicht lieber sollte. Und in der Zwischenzeit angel ich jetzt hier einfach weiter. Und der Zukunftsfeierabend geht dann gleich mit euch in den Shop. Wäre doch was, oder? Ja, auf jeden Fall wäre das was. Petri dir, zieh mal ordentlich ein paar Brocken raus. Und mit euch gehe ich dann mal jetzt in den Shop. Also, legen wir los, schauen hier nochmal in den Shop rein und überlegen uns, was macht mit Level 20 wirklich Sinn und was macht mit Level 40 vielleicht immer noch Sinn. Also, was für Items, was für Setup kann man sich jetzt noch holen, was man später auch noch verwenden kann. Und das ist einfach im gesamten Game immer wieder und am besten auch von vornherein die wichtigste Überlegung, dass man eben nicht sinnlos Geld ausgibt, weil dann kauft man ständig und kommt niemals irgendwie auf den grünen Zweig. Also, gucken wir mal rein. Mein Ziel war es ja, dass ich mir die HSV kaufe. Da ist das schöne Gerät. Und der Riesenvorteil an der HSV ist eine 15,5 Kilo Bremskraftrolle ist es. Die hält schon mal richtig schön die Fische zurück und macht sie richtig schön madig. Und noch ein Riesenvorteil ist, dass es so eine Karpfenrolle ist. Also hier mit einem richtig, ja, da ist richtig viel Fassungsvermögen drauf für Angelschnur. Also die Spule ist einfach deutlich höher. Wenn man das mal vergleicht mit der Alpha, und zwar da natürlich auch die Alpha 8000, da ist die Spule schon deutlich kleiner. Und hier sieht man dann auch auf der gleichen Schnurstärke 0,32 mm passen hier
286 Meter drauf. Und bei der HSV sind es 365 Meter. Also deutlich mehr Fassungsvermögen von der Schnur. Das und, ja, wie gesagt, die erhöhte Bremskraft macht diese Rolle natürlich nochmal interessanter. Daher gehe ich momentan, oder jetzt, seitdem es diese Rolle gibt, auf die HSV. Und nicht mehr mit Level 20, was ich ja jetzt schon erreicht habe, auf die Alpha. Früher oder mit dem Hauptaccount bin ich immer auf die Alpha gegangen. Absolut solides Gerät. Da ist sie, die Alpha. Also 14, noch was Kilo Tragfähigkeit, 14,5. Allerdings hat sie damals auch noch mal knapp 200 Silber weniger gekostet. 1990 hat sie sonst immer gekostet. Und dadurch, dass die jetzt auch noch teurer geworden ist, ist sie einfach noch mal weniger interessant geworden. Welche Möglichkeiten gibt es denn noch, sich eine leistungsstarke Rolle zu holen? Gucken wir doch einfach noch mal rein in die Angelrollen. Und da haben wir dann eigentlich, ich sag mal, in dieser Gewichtskategorie und in dieser Qualitätskategorie eigentlich nur noch die Sputnik Titan mit 13 Kilo und da auch wieder die 8000er. Also auch da, das wäre ein Gerät, 13 Kilo Bremskraft, 8000er Spule. Hier tatsächlich mit noch mal mehr Fassungsvermögen drauf. Also noch mal eine größere Spule, eine höhere Spule, wo noch mal mehr Schnur drauf passen würde, zu ja, einem wirklich günstigen Preis. Also das wäre durchaus noch mal ein Gerät. Dann allerdings auch die Überlegung, das Gerät zu nutzen, wenn man nicht zwingend plant, so ins schwerere. Also man kann zwar schon, ich sag mal, so ein paar Karpfen damit rausziehen. Ja, das wird alles natürlich funktionieren. Aber je mehr Bremskraft, desto einfacher bei den dicken Brocken. Und so auch mit 13 Kilo werdet langsam eng. So, und jetzt ist halt die Überlegung, was macht man? HSV, Alpha oder Sputnik? Bei den anderen hier geht es halt schon los. Die anderen Rollen sind dann hier immer mit dieser Begrenzung Level 22, Level 22 und so weiter. Bestia, Beluga Bestia. Natürlich abgesehen davon, dass sie unerreichbar teuer ist mit 16.000 und 24 Kilo Bremskraft. Das ist natürlich auch ein Wahnsinnsgerät. Ich glaube bei 16.000, da kann man dann mittlerweile schon lieber zur Tagara gehen, 17.000 und 26 Kilo Bremskraft und man hat eine 10.000er Rolle, also ganz, ganz, ganz anderes Kaliber. Da ist man dann halt im Endgame angelangt. Aber ja, die große Überlegung jetzt in diesem Levelbereich ist, was mache ich und was ist wiederum mein Ziel im Angeln? Für mich, ich habe mich jetzt tatsächlich dazu durchgerungen zu sagen, okay, ich spare auch hier auf die HSV. Ich gehe nicht weiter. Ich bleibe dann erstmal noch hier auf Z-Fische, auf kleine, keine Ahnung, auf Rotaugen und Co. Oder einfach mit dem, was ich jetzt schon habe. Ich habe mir bisher einmal ein gutes Set gekauft. Und dieses Set ist eben das Medium Light Angelset, mit dem ich richtig erfolgreich und auch easy am Belaya angeln kann. Also, dass ich darüber jetzt quasi nochmal ein bisschen Geld verdiene, darüber eben auch nochmal weiter XP mache. Wenn man nicht so lange warten möchte, kann man natürlich dann, wie gesagt, in Richtung der Titan gehen. Vorteil von der Titan ist eine wahnsinnig große Spule obendrauf, viel, viel, viel Schnur, die man drauf machen kann, um dann
durch einen viel längeren Drill quasi die geringere Bremskraft wieder auszugleichen. Das heißt, die Bremse zieht natürlich, oder ein 20-Kilo-Fisch zieht natürlich viel einfacher und viel schneller weg, verbraucht dadurch natürlich viel mehr Schnur. Aber ihr könnt natürlich auch viel mehr Schnur hier auf diese Rolle draufpacken. Das gleicht das dann halt so ein bisschen wieder aus. Und dann ist halt die Frage, nimmt man das Gerät jetzt vielleicht zweimal und fängt dann schon mal an zu schleppen? Oder man setzt sich damit vielleicht eher an die alte Festung und zieht dann so Mittelklasse-Amure raus, wo dann man vielleicht ein bisschen seltener einen 15-Kilo-Plus-Amur oder so dran geht. Sondern wenn die vielleicht so eher im Bereich von bis 10 Kilo sind, sollte das eigentlich auch ganz gut funktionieren noch mit dieser Rolle. Also das wäre halt die Überlegung. Und dann muss man halt einfach auch immer wieder hochrechnen. Wenn wir jetzt hier bei der Sputnik sind und wir nehmen das Gerät einfach mal 3, dann sind wir hier bei 5000 Silber. 5000 Silber, die man sich zusammenangeln muss. Wie gesagt, bisher, ich bin jetzt hier bei knapp 4000 Silber. 5000 Silber nur für die Rollen. Das Ganze sieht natürlich dann, je höher man kommt vom Level, nochmal wesentlich schlimmer und dramatischer hört sich das natürlich dann auch irgendwann alles an. Gehen wir hier nochmal eben auf die HSV. Die HSV mal 3 liegt schon bei 8000 Silber. Also 8000 zu 5000 nochmal räudiger. Aber wie gesagt, immer der Hintergedanke, habe ich da länger noch was von? Und ich kann zum Beispiel die HSV hier durchaus dann auch nochmal verwenden fürs Mittelklasse, für Matchrouten, fürs Matchroutenangeln. Ich kann die für die Winkelpicker verwenden und so Sachen. Also man kann die eben auch später noch für alles Mögliche weiter verwenden. Und das ist halt für mich der Grund, dass ich da drauf gehe auf diese Rolle. Das heißt, ich ziehe jetzt nochmal die beiden Level durch und gehe dann wirklich erst da drauf. Dann geht es halt auch los, dass ich sagen kann, okay, ich hocke mich jetzt mit erstmal, wahrscheinlich hole ich mir erstmal 2 Stück davon und passende Routen. Und zwar werde ich höchstwahrscheinlich dann in Richtung Schleppen gehen, Schleppen am Koori. Das ist ja auch noch der nächste Punkt, wie weit bin ich dann von den Skills? Das heißt, ich bin jetzt beim Spinfischen erstmal in einem Bereich, wo ich auch schleppen kann. Dann kommt erstmal auch lange nichts, Skillpunkte mäßig. Das heißt, es ändert sich erstmal auch vom Setup erstmal nicht wirklich viel, was ich jetzt habe. Es sei denn, ich kaufe mir dann später halt wieder größere Routen für Texas Rig, Vecchi Rig beziehungsweise Carolina Rig. Dann gehe ich halt in die Richtung. Oder ich gehe halt aufs Grundangeln. Auch hier ändert sich erstmal noch nichts. Man müsste erstmal noch ein ganzes Stückchen weiter angeln, dass man dann in Richtung der Karpfenrouten kommt. Das geht dann bei 60% los hier. Ich bin jetzt gerade bei 43%. Das heißt, ich muss eh noch ein paar Wochen so, also ich angle jetzt ja nicht gerade täglich mit dem Account. Das heißt, ich muss noch ein paar Wochen hier weiter angeln, damit ich hier überhaupt auf die 60% komme. Wenn ihr täglich dran seid, boah, keine Ahnung, vielleicht 4 Tage, 5 Tage Dauergrundangeln. Das könnte man, glaube ich, schaffen. Ohne Premium alles natürlich gerechnet. Und tja, deshalb ist dann immer echt die Überlegung, wohin mit den Points. Ihr seht, wie viel Überlegung da eigentlich die ganze Zeit reingehen und wie schwierig das ist. Vor allem, wenn man halt einfach mal losangeln will, was man dann macht, das hat halt irgendwie alles Auswirkungen. Es ist alles ein wenig räudig, weil man halt wirklich diese geilen Routen vor der Nase hat, die geilen Rollen vor der Nase hat und dann sich da entscheiden muss. Bei den Routen ist es so, wie gesagt, ich denke, ich gehe in Richtung Spinning noch erstmal, versuche damit noch weiter mein Glück. Wenn ich mir dann überlege, ich hätte 2 HSV, würde mir dann vielleicht noch 2 mal hier so eine Super Duty S88H holen.
Die liegt bei 900, 922 oder in Richtung, haben wir sie hier, war die das oder war die das? Genau, ich kann auch die hier, genau, die hier zum Schleppen. Das ist natürlich jetzt dann wieder die Überlegung, vielleicht hole ich mir eine davon. Oder einfach zweimal die S88H, die habe ich auch mit einem anderen Account hier, die Super Duty, habe ich lange verwendet. Habe damit ja auch dicke, fette Brocken rausgezogen, also deutlich über diesen 24 Kilo Tragfähigkeit. Also das wäre halt eine Möglichkeit, dass ich die halt lange verwende zum Schleppen, aber eben auch anfangs fürs normale Spinning. Das heißt, damit kann man auch easy Hechte angeln. Damit kann man auch easy dann natürlich auf Saiblinge und ähnliches gehen. Also das ist natürlich wirklich eine Route für 900 Silber, die man lange, lange, lange gut verwenden kann. Wenn ihr sagt, ich will noch ein bisschen was Eleganteres, dann geht man vielleicht auf die Model One. Allerdings auch da wieder mehr Geld. Natürlich kann man hier sich eine holen, die 35 Kilo an Tragfähigkeit hat. Aber dann, also damit kann man natürlich auch noch länger arbeiten und nochmal sich oder sich nochmal ein edleres Stück holen. Allerdings sehe ich das für den Anfang echt kritisch, weil bis man diese 35 Kilo an Tragfähigkeit wieder richtig ausnutzen kann, das geht eigentlich erst, wenn man sich eine Tagara geleistet hat. Das Ding kostet halt wieder 17.000 und also bis dahin nutzt man das, diese 35 Kilo an Bremskraft oder Tragfähigkeit gar nicht aus, weil man halt auch gar keine Rolle hat, die die Bremskraft annähernd von diesen 35 Kilo erreicht. Also von daher denke ich, werde ich auf die Super Duty gehen. 922 Tacken ist wahnsinnig genug. Man hat ein ordentliches Brett in der Hand mit 24 Kilo. Da drauf hat man dann die 15,5 Kilo Spule, die Rolle, die ordentlich dagegen bremst. Und dann geht es halt los an Schleppen, dann geht es an auf Saiblinge. Dann wird es vom Level wahrscheinlich auch schon irgendwann reichen, dass ich auf Ladoga-Saiblinge und sowas alles gehe. Ab zum an den Ladoga-See. Ja, und also Dinge. Das sind die ganzen Überlegungen. Das sind die Überlegungen. Habe ich sie alle durch? Ich glaube, ich habe sie nicht alle durch, weil man kann noch viel, viel, viel mehr überlegen. Eine Überlegung wäre, man geht einfach auf die Stippe. Man stippt sich einfach einen heißen, wenn man Bock hat aufs Posenangeln, Gas geben. Einfach stippen, Stipprekorde mitmachen, stippen, stippen, stippen. Man kann stippen und so weiter. Dann kann man natürlich auch über die Bollos gehen. Man braucht also Bolognese-Routen, man braucht nicht so dicke Rollen und sowas. Man geht einfach ein bisschen leichter dran. Also es ist nicht immer nur dieser eine Königsweg. Es ist allerdings für mich und auch für sehr viele, wir hatten das ja jetzt, diese Diskussion auch im Livestream, es ist wirklich ein sehr guter Weg, den ich jetzt gerade eingehe, doch nochmal zu warten bis Level 22. Es ist noch ein bisschen was hin. Es ist wirklich noch ein bisschen was hin bis 22. Aber das werde ich auf jeden Fall eingehen, diese Wartezeit. Und dadurch skill ich natürlich auch hier jetzt mit kleinen Fischen. Übrigens, ich habe zwischendurch ein bisschen geangelt, beziehungsweise ich bin ja jetzt hier gerade noch in der Zukunft sozusagen. Wir sind hier gerade mitten in der Nacht. Wir haben kurz nach zwei in der Nacht. Die Fische sind hier schon halb vergammelt. Ich habe hier gerade wieder ein bisschen angefangen. Es waren hier ja ganz nett ein paar Zopen und Zobel dran. Ein paar Zerten, Rotaugen. Ich werde es hier auch gleich noch ein bisschen weiter angeln. Und dann das Outro sozusagen vom Video ist eigentlich auch schon fertig. Eine ganz andere Überlegung, die man sich tatsächlich natürlich auch noch überlegen kann oder sollte. Hätte ich von vornherein Premium gehabt. Auch die Überlegung gab es gestern noch im Livestream.
wäre ich deutlich oder wäre ich ein ganzes Stückchen weiter im Level, dadurch, dass man ja mit Premium mehr XP bekommt, schneller levelt, weiter levelt. Natürlich kommt man schneller auch in diese Bredouille. Also man verdient natürlich nicht mehr Silber mit Premium. Dadurch ist man schneller vom Level, schneller auch an anderen Gewässern möglicherweise. Man hat schneller geskillt. Also auch hier bekommt man natürlich dann mehr XP durch. Man kommt aber natürlich auch eher in diese Bredouille, dass man sich wieder was Neues gönnen will, weil man ist ja schon so weit in anderen Levelbereichen. Nichtsdestotrotz kann man natürlich oder ist man natürlich dann in der Situation, und wenn du jetzt vielleicht dir schon direkt Premium geholt hast, die ganze Zeit mit Premium durchangelst, bist du ja viel weiter vom Level, hast aber wahrscheinlich nicht unbedingt mehr Kohle zusammengeangelt. Vielleicht sogar weniger. Und ja, das ist dann halt der Knackpunkt. Man könnte dann mit höherem Level natürlich an anderen Gewässern angeln. Donetz ist vielleicht noch interessant. Der ist jetzt hier ab Level 22. Also Donetz wäre mit Sicherheit schon möglich gewesen. Das heißt also am Donetz da auf Z-Fische gehen, auf kleine Fische zu gehen und sowas. Das ist halt nochmal die andere Überlegung. Sofort Vollgas mit Premium. So. Also, ich muss jetzt hier noch ein bisschen Gas geben, denn ich wollte ja noch in den Kescher reingucken. Und das muss ich jetzt gleich erstmal alles ein bisschen umrechnen. Ich wollte so eine ungefähr eine halbe Stunde Angelzeit hier an dem Spot haben. Das heißt, ich gucke mir jetzt gleich nochmal an, welche Fische ich im Kescher habe. Und dass ich hier jetzt ungefähr so eine halbe Stunde angel, wie viel Silber das hier gerade bringt. Ich hoffe, es beißen hier gleich noch ein paar Z-Fische an. Und dann sehen wir uns gleich wieder, oder ihr seht mich gleich wieder, als Vergangenheitsfeierabend. Dann erzähle ich euch gleich noch irgendwas. Ich habe schon wieder vergessen, was er gesagt hat. Petri und so Sachen. Und ja, bis denn. Ich hoffe, das Ganze war so einigermaßen hilfreich. Wir gucken jetzt gleich mal eben in den Kescher rein, was das Ganze denn hier auch kohlemäßig bringt. Und dann verkaufen wir das hier und dann muss ich auf jeden Fall noch weiter angeln, weil, ja, ich glaube, ich ziehe erstmal noch durch bis Level 22 und dann entscheide ich erst. Es ist hart, es ist wirklich, wirklich hart, so lange noch zu warten. Ich bin jetzt 20, irgendwas. Ja, so 10 nach 20. Und es ist schon ein bisschen räudig, jetzt die ganze Zeit noch zu warten, wenn man denn sich was Besseres leisten könnte, was auch wirklich gut ist. Aber ich ziehe durch. Richtig so, Alten. Zieh mal schön durch. So, aber nicht vergessen, wir wollten ja nochmal schnell in den Kescher reingucken und nochmal kurz das Resümee von diesem Spot hier nennen. Also, ich habe die ganze Zeit ja jetzt hier unten an der Stelle rumprobiert, hier reingeballert, volles Met auf Borkenkäferlarve hauptsächlich. Und es war auch da ein bisschen eigenartig. Also heute Morgen war das so, da war hier schön ein bisschen Zope und Zobel und ein paar Brassen dran. Dann war jetzt hier am Abend, waren viele Rotaugen auch noch mit dabei, ohne Mische übrigens, das hat ganz gut funktioniert. Und jetzt wurde es auf einmal ein bisschen eigenartig. Es sind ein paar Karauschen und Giebel und so sind reingegangen zum Abend hin. Es dreht da momentan so richtig wild das Fischroulette. Also es ist jetzt irgendwie ein Fisch nach dem anderen. Was das Geilste ist, das war dieser Fisch hier. Wenn wir mal so nach Preisen sortieren, da sehen wir es auch. Zope, das ist der Grund, warum diese Z-Fische so sensationell geil ist, aber dadurch, dass es halt nur eine Zope mit 369 Gramm war, 23 Silber das Teil, das hat sich eigentlich nicht gelohnt. Also da zu angeln die ganze Zeit hat sich nicht so sehr gelohnt. Wenn du irgendwo einen Spot kennst, wo es mehr von diesen Zopen und Zobel und sowas gibt,
6 Silber, 6 Silber, 7 Silber und dann so ein großer Brocken, 23 Silber. Dann raus damit, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich glaube, da kann jeder im Low-Level-Bereich einfach nur von profitieren. So, verkaufen wir den Sermon. Ich gehe wieder zum Belaya. Lange rumhantiert jetzt hier für knappe 100 Silber. Ab zum Belaya, da macht man dann locker mal 200 Silber oder in der gleichen Zeit ein Vielfaches. Und jetzt wieder zurück. Jetzt kommt der Abspann und dann, der Abspann. So, wenn ihr das Video geholfen hat, Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und beim nächsten Mal vorbeischauen im Livestream auf Twitch, Feierabend TV auf Twitch oder im nächsten Video reinschauen. Bis dahin, tschüss.